Das ist ganz nett. Wie heißt du nochmal? Heißt Allen. Allen. Oma, ja. Bist du Muslim gewesen damals? Alhamdulillah, Christ. Was? Ich bin nicht Muslim. Ja, deswegen heiße ich. Aber immer. Aber ich verwundere das. Hast du meinen Islam nicht? Ja, natürlich. Da können wir gerne Fragen stellen. Wir können gerne hier. Weil ich würde gerne das aufnehmen, den Menschen zu zeigen. Wir können mit ihnen gerne miteinander reden. Friedlich miteinander reden. Glaubst du ja, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde? Allah sagt, weder gekreuzigt noch getötet, er ist emporgehoben worden. Aber Allah hat mich das so ausdrücken lassen, dass er das hieß. Er war das aber nicht. Das war irgendeiner, der ihn verraten hat. Jemand hat Jesus verraten, Friede und Segen auf ihn. Und das sieht die Leute so aus, als wäre Jesus gekreuzigt worden. Er war das nicht. Okay, gut, dann gehen wir mal auf den Punkt ein. Ich kenne mich mit dem Islam, Alhamdulillah, aus. Ich kenne mich auch mit dem Christentum aus. Kein Problem. Okay, gut. Da steht Sura 4, Vers 157. Sie sagten, die haben den Messias, den Sohn Mariam, getötet, den Gesandten Allah. Aber sie haben weder ihn getötet, weder gekreuzigt. Es erschien ihnen so. Richtig? Walakim shubbilahum steht es. Okay, gut. Also, was heißt Walakim shubbilahum? Es erschien ihnen so. Kommentatoren sagen, es hat eine Kreuzigung stattgefunden. Genau. Das heißt, dass eine Kreuzigung stattgefunden hat und es erschien ihnen so, dass die alle gesehen haben, es ist Jesus. Richtig? Aber es war nicht Jesus. Okay, wenn das hier stimmt, Bruder, dann hat Gott uns alle angelogen. Weil es sah wie Jesus aus. Also okay. Prüfung für euch, damit ihr bedenkt, okay, und guckt, das ist einfach ein Test für euch gewesen, für diejenigen, die da waren. Und er hat selber von seinen Worten gesagt, ich bin ein Prophet, ein Diener Allahs und kein, der könnte auch sagen, ich bin Gott, dient mir. Aber hat er nicht gesagt, finde mir in Christentum in der Bibel. Kreuzigung? Okay. Wann ist der Koran gekommen? 600 nach Christus. Das heißt, Gott hat 600 Jahre gebraucht, bis zu sagen, es war nicht Jesus. Wo war Gott in dieser Zeit? Guck mal, ich sag dir, antworte meine Sache. Ich sage dir, der Islam, weißt du, was Islam bedeutet? Antworte, wo war Gott in diese 600 Jahre? 600 nach Christus kam der Islam. Aber ich sage dir, der Jesus, Friede und Segen auf ihn, war ein Gottergebener. Stimmst du mir dazu? Er ist ein Gottergebener? Wir reden nicht darüber. Wo war Gott in diese 600 Jahre? Guck mal, Gott war schon immer da. Vor dieser Welt war er schon immer da. Der ganze Prophet, guck mal, ihr klammert euch. War da, aber warum braucht er 600 Jahre? Warte, lass mal kurz aussprechen. Ihr klammert euch an Jesus. Warum? Weil er keinen Vater hat. Richtig, ne? Er wurde. Nein, wir reden darüber. Wir reden über Kreuz. Kreuzigung ist da. Also guck mal, wir haben außerbiblische Zeugnisse. Außerbiblische Zeugnisse heißt, dass Leute Feinde des Christentums sind. Sogar die Christen in einem schlechten Licht darstellen. Zum Beispiel, wir haben Tacitus. Wir haben Josephus. Dass sie sagen, dass Jesus gekreuzigt wurde, obwohl die Feinde waren, die Christen gerne verfolgt haben. Meine Frage ist, was ist glaubwürdiger? Eine Schrift, die gegen das Christentum ist, aber eine Schrift, die 600 Jahre gekommen ist? Guck mal, das ist alles, wie du das gerade erzählst, das ist kompliziert für mich. Ne? Ich muss das ganz ehrlich. Antworte meine Frage. Guck mal, wir reden doch über Gott, oder nicht? Wir reden. Wir wollen nicht irgendwie gucken, dass. Das, was du gerade. Nee, wir reden über Kreuzigung. Weil, guck mal, wenn Jesus. Ich will erkennen, dass kein Mensch ein Gott sein kann. Ich will, dass ihr nur wisst. Kennst du dich nicht aus? Nein, ich will nur, dass ihr wisst, Gott ist allmächtig und stirbt nicht und hat keine Kinder. Gepriesen sei Allah, der Erhabene. Er hat weder Kinder noch Familie. Er ist einzig und allein. Er hat alles. Weißt du, in einer. Und weißt du, in welcher Übersetzung steht, Walakin Shubbilahum heißt, dass eine Täuschung war. Das heißt, und in einer Sura steht, dass Allah der beste Täuscher ist, der beste Listenschmied ist. Das heißt, Gott hat uns alle getäuscht. Wenn es jetzt Gott so im Islam so allmächtig ist, dann steht Jesus, ja, und das verwandelt sich alle, sehen, boah, das war nicht mehr Jesus. Aber es ist nicht so. Das ist eine Behauptung, die keine Beweise dafür gibt. Erklär mir, wo war Gott in 600? Guck mal, ich mache dir das klar und deutlich. Guck mal, du hast einen Verstand wie jeder andere hier, ne? Und du kannst erkennen, was ergibt Sinn oder nicht. Und wenn du gegen deinen Verstand handelst und du sagst, ein Tier oder ein Mensch oder eine Statue ist ein Gott, dann hast du gegen deinen Verstand gehandelt. Warum? Weil du nicht richtig... Mein Verstand sagt, dass Gott uns nicht täuscht.
Aber Oma, Gott hat uns stark. Alle getäuscht, laut islamischer Definition, wo das alle denken, es ist Jesus, aber es ist nicht Jesus. Guck mal, das ist alles ein Test hier. Jeder ist auf Prüfung. Guck mal, hier, jeder wissenschaftlich. Der ist auf Prüfungsebene. Er wird getestet und jeder wird zu ihm zurückgebracht werden nach dem Tod. Und wir, unsere Aufgabe ist, nach der Wahrheit zu suchen. Wir gucken, okay, was ist die Wahrheit und was ergibt Sinn? Guck mal, Jesus, Frieden und Sicherheit. Guck mal, in euer Christentum, ne, Jesus oder Bibel, da sind viele Widersprüche. Und du kannst... Wir reden über Kreuz. Guck mal, allgemein, Gott ist perfekt. Wenn euer Christentum die Wahrheit ist, warum ist in der Bibel so viele Widersprüche? Oder warum, sozusagen, wenn ihr sagt, Sohn Gottes, er ist nicht mal, kann sich nicht mal selber schützen. Weißt du, was ich meine? Guck mal, darf ich jetzt... Einen Gott, ne? Ihr habt doch einen Gott, ihr glaubt doch einen Gott. Wenn Jesus gekreuzigt ist, dann ist das Christentum wahr, richtig? Guck mal, ich sage dir, du glaubst an Gott, ich glaube an Gott. Nein, wir reden über Kreuzigung, weil wir brauchen... Hat die Sünden auf sich genommen. Das ist ein theologisches Thema. Das ist ein theologisches Thema, kann man streiten. Aber was ist Fakt? Was ist Fakt? Muslime können nicht wissenschaftlich beantworten, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Das kannst du nicht. Du warst auch nicht dabei. Du kannst nicht sagen, er wurde gekreuzigt. Ja, okay, du warst nicht mal dabei. Wie willst du denn wissen? Ich habe mich mit Christentum beschäftigt, ne? Und ich habe gesehen, im Christentum sind Fehler und Widersprüche, wo ich mir denke, Allah, Gott ist perfekt, er macht keine Fehler und er lügt nicht. Aber im Christentum sagt einmal Johannes so und einmal in der anderen Kapitel sagt Johannes so. Er wurde, er ist gelaufen und mit seinen Gedärmen irgendwo gefallen. Auf einer anderen Seite ist was anderes passiert. Aber jetzt, wo ist der Gott, der perfekt ist? Die Frage ist nochmal, jetzt, wenn Jesus gekreuzigt ist, dann muss das Christentum stimmen. Wenn Jesus nicht gekreuzigt wurde, aber wir gucken, was die Fakten gibt. Fakten sind, habe ich dir gezeigt, dass Tacitus und Josephus sagen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Außerbiblische Zeugnisse. Johannes, also guck mal. Johannes war dabei. Gib mir eine Bibel, ich zeig dir. Ich zeig dir, dass Johannes dabei war. Hat die Bibel zusammen. Lass mal kurz reden, bitte. Aber du redest von Thema. Nein, guck mal, ich rede von deiner Bibel. Guck mal, Erasmus, der hat die Testament. Guck mal, Erasmus, der die Bibel zusammengebracht hat. Erasmus hat nicht. Guck mal, Alte Testament und Neue Testament. Hat Erasmus zusammengebracht und hat niemals Vater, Sohn, Heiliger Geist gefunden. Erst in dem Neuen Testament kam das dazu. Kennst du, eure Bibel kennen? Weißt du, Textkritik funktioniert. Das sind mir Sachen, wie. Wie kannst du sagen, dass Vater, Sohn, Heiligen Geist dieser Vers nie drin war? Wenn du nicht weißt, wie Textkritik. Kennen wir Erasmus oder nicht? Natürlich kann ich, aber das hat nicht damit zu tun. Die Bibel war. Was ist der älteste vollständige Bibel? Bei uns gibt's Tora, Evangelium und Koran. Die wir heute als Manuskript haben. Ja, 1000 Bücher, wo ich mir denke, ey, könnt ihr das aus? Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. Ich sag dir, du hast dich damit nicht beschäftigt. Sei doch ehrlich. Wenn du nicht weißt, Textkritik, wie das funktioniert. Wenn du nicht weißt, wie Textkritik funktioniert, wie willst du mir sagen, dass du dich beschäftigt hast, dass Vater, Sohn, Heiligen Geist nie drin war, ursprünglich? Guck mal, der Erasmus hat alle Testamente zusammengebracht. Und was hat er genau gemacht? Erzähl mir. Der hat die ganzen Testamente, die es gibt, zusammengetragen und hat geschaut nach den alten Testamenten und hat nicht gefunden, dass in den alten Testamenten Vater, Sohn, Heiliger Geist... Okay. Jetzt komme ich mit einem guten Argument, okay? Guck mal, jetzt gibt's eine Bibel, die älteste Bibel, ne? In der, sagen wir mal 2000 Jahre, wo Jesus Friede und Segen auf ihm war, da stand drin, dass Jesus ein Prophet ist und kein Sohn Gottes. Das steht in eurer Bibel. Beschäftigt euch mit eurer Bibel. Beschäftigt euch. Du musst mir zeigen. Ich weiß das. Ich habe das gesehen. Du musst mir zeigen, damit ich dir glauben soll. Ich habe das gesehen, dass da drin steht. Ja, wo steht? Schau doch, du kennst doch deine Bibel kennen, ja? Nein, du kennst. Guck mal, wie viele Testamente habt ihr? Wie viele Bibel? Nein. Ist Gott ungerecht? Gott ist niemals ungerecht. Okay, 600 Jahre sind Menschen in der Hölle gegangen, weil die dachten, es erschien ihnen so, aber es war Jesus. Wo war Gott in diese 600 Jahre? Gott hat die alle ungerecht in der Hölle geschickt. Ist das gerecht? Ich sehe keinen Gott bei euch im Christentum. Antworte die Frage, wo ich dir gerade stelle.
Du bist doch sehr selbstbewusst und sehr überzeugend. Du kommst mit Fragen, wo du mich irgendwo in die Ecke drängen willst. Weißt du, was ich meine? Aber ich sage keine euch, ich sage euch, bei euch im Christentum steht, dass ihr kein Schwein und kein Alkohol trinken dürft, okay? Jesus hat ein Bart getragen. Jesus hat ein Bart getragen und war beschnitten. Aber die meisten Christen, die sind nicht beschnitten. Ich kann hier antworten. Gott hat uns, wenn im Islam stimmen sollte, uns getäuscht. Das sah wie Jesus aus, aber es war nicht Jesus. 600 Jahre sind so viele Menschen in der Hölle gegangen und dann kommt, es war nicht Jesus. Und so einen Gott würde ich nie folgen, weil unser Gott täuscht uns nicht. Unser Gott täuscht uns nie. Und du hast gesagt, wenn einer kommt, ein Mensch zu dir sagt, ich bin Gott. Dann gibt es drei Kriterien. Ich weiß nicht, ob du C.S. Lewis kennst. Das ist ein Philosoph. Er sagt, entweder ist Jesus, wenn er behauptet, Gott zu sein, ein Verrückter. Ein Verrückter kann er nicht sein. Warum? Ein Verrückter kann er nicht sein. Warum? Weil er Wunder getan hat. Genau. Ein Lügner, sagt er. Entweder ein Lügner. Lügner kann er auch nicht sein, weil er alles gesagt hat, ich will nicht auf dieser Erde mein Reich. Mein Reich ist nicht auf dieser Erde. Die wollten ihn in der Bibel König haben, er hat es abgelehnt. Dritte Möglichkeit, er hat die Wahrheit gesprochen, wenn er sagt, ich bin Gott. Verstehst du? In der Bibel geht es... In der Bibel steht nicht mal, dass der Gott gesagt hat, er hat nicht gesagt, ich bin Gott. Okay, gut. In der Bibel steht, im Alten Testament, wie ich gebe meine Ehre niemanden, sagt Gott. Ich gebe meine Ehre niemanden. Jesus sagt, wie ihr den Vater ehrt, so müsst ihr den Sohn ehren. Kann sein, dass... Okay, ich will ein gutes Beispiel geben, okay? Guck mal, stell vor, jemand kommt zu dir... Aber stell vor, die alle kommen jetzt zu dir und sie sagen, ey, du sollst dein Kind opfern, damit wir gerettet werden. Würdest du das machen? Gott wird das erst richtig machen. Der Gott kann sein Kind beschützen und alle Menschen vergeben. Und er braucht keinen Vermittler, um Leuten zu vergeben. In Johannes Evangelium steht... Jesus sagt, niemand, hörst du zu? In Johannes Evangelium steht, Jesus sagt, niemand kann mein Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht zu geben und zu geben. Verstehst du, was ich meine? Das steht in der Bibel. Eure Gebote, ne? 10 Gebote habt ihr. Und welche? In der Bibel, ihr habt 10 Gebote, ne? In der Bibel. Erstes Gebot, was ist erstes Gebot? Sag mir deine Bibel. Christentum, erstes Gebot. Guck mal, du weißt Gott selber, neben Gott, mach kein Bild von Gott. Mach kein Bildnis von Gott. Ihr macht Bilder von Gott. Doch, wenn ihr in der Kirche geht, seht ihr ein Kreuz mit Jesus. Aber das ist nicht Jesus. Das ist eine katholische Kirche, wo wir keine Katholiken sind. Ihr sollt wissen, dass ihr eure Bibeln kennen müsst. Guck mal. Ich kenne eure Bibel. Ich verstehe nicht, wo eure Gesetze sind. Jesus hat, die sind alle von euch genommen. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr habt gar keine Gesetze. Nein. Stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Okay, wo steht das? Wo steht das? Wenn bei euch. Wer denn? Wer kommt denn? Wo steht das? Guck mal. Im Römerbrief steht, wer als Christ absichtlich sündigt, ist ein Feind Gottes. Ein wiedergeborener Christ, der sein Leben Jesus gegeben hat, sündigt absichtlich nicht. Okay, stell dir vor, du hast eine Frau, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist. Okay, sie vertraut dir und sagt, ich möchte dich haben. Bist du untreu dann an sie? Bist du untreu an sie? Untreu, nein. Okay, genau, Gott hat uns gerettet. Und deswegen wollen wir nicht untreu sein und wir leben, wie er will. Wir trinken auch nicht Alkohol, wir gehen auch nicht Disco. Das verstehst du falsch. Aber diese Christen, die du in Europa siehst, das sind Namenschristen. In der Bibel sagt, ein Christ, der Jesus nachfolgt, gibt ganzes Leben Jesus. Genau. Also ein Christ wird nicht hier am Wind und Regen stehen, das Wort Gottes verkündigen, ein Namenschrist. Ein wirklicher Christ steht hier, opfert seine Zeit. Im Römerbrief steht, seid lebendige Opfer, damit ihr Menschen Liebe opfern, Zeit opfern, mit dir im Gespräch kommen. Das ist ein Christ, das kennst du leider nicht. Deswegen würde ich dir empfehlen, den Injil lesen, wo steht... Ich bin überzeugt, dass Islam die Wahrheit ist. Warum? Wir glauben an Moses, wir glauben an Abraham. Ihr glaubt nur an Jesus, warum? Ihr habt doch Abraham, Moses. Ihr glaubt nur nicht an Mohammed. Obwohl in der Bibel steht, dass er prophezeit hat, dass es steht in deiner Bibel. Zeig mir. Ich habe das. Du kriegst in die Bibel. Speichert doch. Aber das stimmt. Ein
diese Argumente in Ordnung wieder einen Gefallen und schau mal, wie Jesus gebetet hat. Und schau mal, wie die Christen heutzutage beten. Okay. Okay, bitte. Wie hat Jesus gebetet? Jesus hat in Bibel, keine Ahnung, welche Vers. Keine Ahnung. Matthäus 26. Ich kenne das. Zwei Schritte, kenn was steht da? Okay. Was da steht. Er geht auf dem Boden, ja? Genau. Betet zum Vater. Betest du zum Vater? Nein, sag mir, wie er gebetet hat. Nein. Jesus betet zum Vater. Aber nein, betest du als Muslim nein, zum Vater? Mach komplett den Vers. Nein. Mach komplett den Vers. Jesus ist zwei Schritte gegangen und mit seinem Angesicht zu Boden gefallen. Ja, betet zum angefangen. Vater. Zum wie? Vater. Ja. Steht zum Vater. Betest du zum Vater? Betest du nicht und niemals. Jesus hat zum Vater gebetet. Das ist kein Argument zu sagen. Warum? Wisst ihr, warum? Das, nein. Guck mal, wenn ich will dir nur mal sagen, guck mal, wenn ich dir sage, du bist eine Transe, würdest du dich nicht beleidigt fühlen? Natürlich, jeder Mensch würde sich beleidigt fühlen. Ihr sagt zu Allah, dass er ein Kind hat, dass er ein Kind biologisch gemeint. Nein, es ist nicht biologisch. Das ist eine Festerung, das ist eine Gottesfestung. Weißt du, was ich meine? Gottes Festerung, Ewigkeit in die Hölle bestraft. Ihr werdet, wenn ihr so stirbt, kriegt ihr mal Allah. Gott hat ein Kind. In der Bibel steht, dass wir uns von falschen Propheten hüten werden. Hüten sollen, die Bibel widersprechen. In der Bibel steht, wenn ein Engel sogar kommt, euch eine falsche Evangelium gibt, dieser Engel ist verflucht. Warum glauben wir nicht, dass der Engel Jibril ist? Weil er die Bibel widerspricht. Kannst du die zwei Naturen nehmen? Okay, dann ist es schwierig, wenn du dich nicht aber ich kenne mich. Sagen, wie kann guck mal, ich habe eine Frage an dich. Was hat Gott für Eigenschaften? Sag mir das bitte. Ich weiß nicht, was von mir hören. Nein, sag mir von deinem Verstand her, was hat Gott für Eigenschaften? Nur Eigenschaften. Was muss eigentlich Gott für Eigenschaften? Gott ist allmächtig, allwissend und so. Ja, genau. Genau. Und wenn du sagst, du musst die Zwei-Naturen-Lehre kennen. Die Zwei-Naturen-Lehre sagt, dass Jesus 100% Mensch ist, ja? Ja, das dass schon. Essen gegessen hat. Gelaufen ist, Liebe war, aber 100% Gott ist warum? Weil er Sünden vergeben hat. Welche Propheten ich sagen dürfte, sind die vergeben? Alle Propheten. Weißt du warum? Wir dürfen auch. Genau, wenn ich dir jetzt eine schlechte Tat mache, wenn ich dich jetzt unrecht behandle, schau dich, dann ist das zwischen dir und mir und Gott. Weißt du warum? Ich habe mich gegen Gott gesündigt, ich habe auch dich verletzt, deine Würde habe ich verletzt. Ich muss dich fragen, verzeiht mir, tut mir leid. Du musst dir dann auch vergeben können. Darf er kommen und sagen, ich vergebe dir einfach deine Sünde ohne Probleme? Guck mal, er hat mich nicht erschaffen. Ein Mensch hat dich nicht erschaffen. Allah, der Erhabene hat mich erschaffen. Jesus hat vergeben. Und die Pharisäer, die wollten ihn steinigen, sagt Jesus, warum wollte mich steinigen? Ich habe so gute Sachen gemacht und sagen, wir wollen dich nicht steinigen wegen guter Sachen, weil du Gott lästerst und dich Gott zugleich machst. Aber guck mal, weißt du, was ich nicht verstehe? Guck mal, wenn er Gott ist, warum kann er sich nicht selber retten und euch allen vergeben? Er ist doch Gott. Aber warum ist er nicht mit uns? Er ist doch für euch Gott. Er ist doch allmächtig. Er kann sich selber retten und euch allen vergeben. Alle. Ich habe Jesus erlebt. Ich habe nach der Wahrheit gesucht, seit ich meinen Verstand habe. Und ich habe geguckt, erstmal den Islam, ich bin so reingekommen. Ja, okay. Da habe ich geguckt, ist das die Wahrheit? Passt das mit allem zusammen? Gott ist perfekt, ja. Bist du an die Wahrheit objektiv interessiert? 100%. Frag doch selber Gott. Ich habe meine 100% Gewissheit, dass ich eine Wahrheit habe. Gib mir einen neuen kleinen Moment. Ich kann jemanden. Ja, ich finde das nicht. Danke. Ich habe schon eine Bedingung, okay? Wenn ihr wirklich in eure Bibel schaut und nachguckt, wie Jesus gebetet hat und wie die Muslime gebetet haben. Okay, und noch was, das sind zwei Bedingungen. Und dass ihr guckt in der Alten Testament von Bibel, ob Jesus Prophet oder Gott ist. Das ist meine einzige Bedingung. Also, im Alten Testament gibt es
ein Kind wird uns gegeben, danke Gott und ewig Vater und Friede Fluss. Und das ist meine Nummer. Wir lesen zusammen Bibel und sag mir die Stellen, die du sagst, dass es nicht ist. Nur meine Nummer, ich habe mir voll Vertrauen. Guck mal, warte. Lass doch was sagen. Guck mal, ich will nur eins sagen. Du musst nicht, wir wollen das Beste für euch, 100%. Und wir wollen, dass ihr zum Guten kommt und nicht zum Besten. Wir suchen alle die Wahrheit oder nicht. Genau, und wir Christen sind davon überzeugt. Und wir wollen, wir lieben dich so sehr, dass wir das Wort Gottes dir geben wollen, weil nur Liebe Vater gibt. Nein. Keine andere. Guck mal, eine noch Sache. Ein Mensch kann mich retten, außer Allah, sonst keiner. Wenn du heute stirbst, wo bist du hier? Wenn ich heute sterbe, Allah weiß, wo ich bin, aber jeder hat eine Garantie. Wer als Muslim stirbt, wird ins Paradies kommen. Und wer gegen Gott rebelliert und sagt, nein, Gott, du bist nicht der, der alles erschaffen hat, sondern ein Mensch. Du gibst das Recht, ein Mensch, Gott zu sein, obwohl er das nicht hat. Und du willst dafür Ewigkeit im Höllenfeuer lassen. Warum? Weil du hast Unrecht gegen Allah. Und du folgst Mohammed, ne? Alhamdulillah, wir folgen alles noch für alle. Weißt du, was Mohammed 46,9 sagt? Ich weiß nicht, wo ich hingehe. In der Bibel steht, ein Blinder kann nicht ein Blinder führen. Wenn Mohammed nicht weiß, wo er hingeht. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kann durch mich zum Vater kommen, nur durch mich. Und deswegen, Mohammed, wusstest du nicht, wo er hingeht? Jesus war Allah, weil er da weggeht. Vielen Dank. Ich hab mich gefreut, mal sehen. Such nach der Wahrheit, bitte, ne?